Ja, hallo liebe Magic-Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Magic-Folge. Ich habe schon längere Zeit kein Video mehr aufgenommen, aber nun konnte ich nicht widerstehen, denn die neue Edition ist da und zwar Strixhaven ist da. Die Zauberschule mit den fünf Zauber, was sagt man, Zauberkasten, sowas denke ich. Ich kenne mich noch überhaupt nicht aus, was die neue Edition betrifft. Und deswegen dachte ich, starten wir doch ein Sealed. Dann können wir in Ruhe mal ein schönes Deck zusammenstellen und mal schauen, was die neue Edition so bringt. Ich habe noch nicht viel gehört. Wir werden uns jetzt einfach mal ins kalte Wasser werfen und mal schauen, was es da so Neues zu entdecken gibt. Würde ich behaupten. Machen wir doch einfach. Spielen wir mal los. Also ich kann mich noch erinnern, ich muss noch ein bisschen leise machen, Moment. Ja, okay, das ist zu leise. Warte mal, nochmal zurück. Das lenkt mich ab, wenn die Musik zu laut ist. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir die Kaldheim-Edition gespielt haben. Ist ja noch nicht so lange her auf meinem Kanal jedenfalls. Was Kanalvideos betrifft, also es ist, glaube ich, das letzte Video, da hatte ich das Kaldheim Best of 3 gerne auch angucken. Es war sehr, 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 sehr gut. Es war super gut, was mich betrifft. Also ich fand das sehr, sehr, sehr angenehm. Möchte ja auch gerne auch noch mal einspielen. Nichtsdestotrotz, Strixhaven ist da. Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist Kaldheim habe ich gespielt, das Best, ich glaube Premieren Draft war es. Auf jeden Fall nicht das Sealed. Ich hätte gern das Sealed gespielt. Was wir jetzt hier gerne machen, denn da haben wir Zeit, da haben wir ein Pack mit sehr guten Karten. Wir werden sie uns ja gleich mal angucken. Ich weiß auch, warum ich das nicht gespielt habe, aber jetzt habe ich hier ein bisschen Gold gefarmt, passt schon. Da kann ich auch ein Token habe ich. Leider kann man den Token hier für Sealed nicht verwenden. Sehr ärgerlich. Aber das passt ganz genau, wie ihr seht, 2000 Edelsteine. Deswegen werden wir das Sieg mal spielen. Ja, worum geht es? Hier, du hältst sechs Packungen mit jeweils 15 Karten. Die Karten werden deiner Sammlung hinzugefügt. Ja, denke ich ja mal, für 2000 Edelsteine. Und du benutzt sie und die Standardländer, um ein Deck mit 40 Karten zusammenzustellen. Spiele Partien und gewinne Preise, je nachdem, wie viele Siege du erringst. Ja, bei drei Siegen gibt es auch schon wieder 1200 zurück. 400, okay, man kriegt schon was wieder raus. Ja, die Frage ist natürlich, wären wir jetzt bei unserem ersten Strixhaven-Spiel überhaupt etwas rausbekommen? Wir werden es erleben. Schauen wir mal. 2000, Kauf bestätigen. Ja, klar, machen wir doch. Ah, ich bin gespannt. Sechs Sealed Booster-Packungen und eine neue Edition. Akademie der Magier. Schön. Jetzt ruckelt auch nochmal ein Bildschirm. Also sechs Packungen gleichzeitig auch machen. Das packt mein PC nicht. Ja, hier. Diese seltenen Karten plus eine weitere wurden in deine Sealed Booster-Packung geöffnet. Sehr schön. Oh, hier ist sogar so eine alternative, dieses Artwork. Schauen wir uns mal die Karten an. Gut, das wird jetzt hier, würde ich mal sagen, nicht so ein hundertprozentiges Spiel-Gameplay werden. Es wird auch viel mit den Karten hier interagiert, weil ich sie halt überhaupt nicht kenne, die neue Edition. Deswegen hätte ich mich mal ein bisschen vorbereitet. Aber das mache ich jetzt im Ziel so ein bisschen. Ich hoffe, es wird nicht zu langweilig, wenn ihr die Karten schon kennt. Aber schauen wir mal. Hier eine mythische haben wir sogar bekommen. Beherrschen der Unendlichkeit. Ist halt spannend, jetzt mal so ein Deck in Ruhe zusammenzustellen, denn da hat man ja auch die Zeit. Tausche deine Hand und deinen Friedhof. Schicke das Beherrschen der Unendlichkeit ins Exil. Oh, super teuer. Drei schwarze, drei grüne Mana. Also insgesamt drei, sechs, sieben Mana für ein Sealed. Schicke deine Hand. Ich glaube, im Sealed wird wohl nichts werden. Schade, eigentlich eine gute Karte, aber das kannst du dann erst im siebten Zug machen, bestenfalls. Und dann brauchst du natürlich auch die passenden Karten im Friedhof.
Wobei du brauchst eigentlich fast gar nicht die passenden Karten, weil wenn du nur noch ein, zwei Karten auf der Hand hast, und bis dahin hast du bestimmt schon irgendwie fünf, sechs, sieben Karten, je nachdem, im Friedhof und dann hast du wieder eine neue Hand. Müssen wir mal schauen. Welche Zauberergilde ist das denn? Schwarz und Grün wahrscheinlich. Ich kenne jetzt noch nicht alle auswendig, aber ich denke, das ist Witherbloom. Könnte es Witherbloom sein? Also mal gucken. Unheilvolles Können. Spontanzauber. Du kannst zwei Mana bezahlen, anstatt die Mana-Kosten dieses Zauberspruchs zu bezahlen. Okay, falls die zwei Kosten bezahlt wurden, ziehe ein Gegner eine Karte. Also kannst du billiger spielen, aber dein Gegner kann eine Karte ziehen. Schicke eine Kreatur oder einen Planeswalker deine Wahl ins Exil. Okay, ein guter Removal. Also Schwarz lacht mich schon ein bisschen an. Wow. Okay, das ist ja auch eine Zaubererkaste hier. Rot und Weiß. Ach, auch interessant, so eine doppelseitige Karte. Oh. Also ein Kreatur, Schamane, Mensch, Flammenschrift-Zelebrantin, 2-1. Immer wenn der Gegner eine Fähigkeit aktiviert, die keine Mana-Fähigkeit ist, fügt ihm die Flammenschrift-Zelebrantin einen Schadenspunkt zu. Ah, auch nicht schlecht. Und du kannst sie aufpumpen für so ein kleines Minideck. Nicht verkehrt. In Schweigenhüllen für zwei weiße Mana. Deine Gegner können in diesem Zug weder Zaubersprüche wirken, noch Loyalitätsfähigkeiten von Planeswalkern aktivieren. Schicke in Schweigenhüllen ins Exil. Ach, schwierig, das zu spielen. Was haben wir hier? Du hältst drei Lebenspunkte dazu. Was ist das denn für eine Karte? Sturm. Dem Sturm trotzen. Ah, hier, wenn du diesen Zauberspruch wirkst, kopiere ihn einmal für jeden Zauberspruch, der in diesem Zug vor ihm gewirkt wurde. Du kannst neue Ziele für die Kopie bestimmen. Ach so, ich dachte mir jetzt drei Lebenspunkte dazu. Was ist das für eine Rare? Ja, ich bin ja allgemein nicht so ein Zauberer-Typ. Jetzt bin ich mal gespannt. Eher so Kreaturen hau drauf mäßig ist meins. Wie ich so mit der Edition zurechtkomme. Tja, da musst du halt schon. Boah, ich weiß nicht. Also bin jetzt noch nicht so. Ich habe noch nicht die Ahnung, was wir spielen könnten. Strömungsbildnerin und eine Rückseite. Abwehrfähigkeit kenne ich auch noch nicht. Immer wenn eine bleibende Karte mit Abwehr das Ziel eines Zauberspruches oder eine Fähigkeit wird, den bzw. die ein Gegner kontrolliert, neutralisiert den Zauberspruch. Immer wenn eine bleibende Karte. Die sind halt schon, die haben echt viel Text, die Karten, oder? Das ist der Wahnsinn. Zum Kennenlernen ist das Ziel jetzt eigentlich ganz gut. Ich werde im Video auch, wenn ich hier hoffentlich dran denke, Timestamps einfügen, sodass ihr dann ohne Probleme vorspulen könnt, wann dann die Action passiert auch. So Deckbau und erstes Spiel, zweites Spiel und so weiter, weil das ist jetzt erstmal noch so ein Kennenlernen der Karten. Also Abwehr, Konzentration. Immer wenn eine bleibende Karte mit Abwehr das Ziel eines Zauberspruchs oder einer Fähigkeit wirkt, sie hat ja Abwehr. Neutralisiert den Zauberspruch bzw. die Fähigkeit, es sei denn, sein Besitzer bezahlt die Abwehrkosten. Interessant. Also die Fähigkeiten, die negativen Zaubersprüche, die hier auf meine Mehrfolgzauberin wirken, die werden verteuert sozusagen mit diesen Abwehrkosten. Alles klar. Wenn die Strömungsbildnerin ins Spiel kommt, schicke eine Spontan- oder Hexereikarte aus deinem Friedhof ins Exil. Lege so viele X plus 1 plus 1 auf die Bildnerin, wie die Hälfte des Mana-Betrags jener Karte aufgerundet beträgt. Wow. Auch nicht schlecht. Mit Abwehr, naja. Flammenwerfer-Sonate, Hexerei. Wirf eine Karte ab und zieh dann eine Karte. Wenn du auf diese Weise eine spontane Hexerei abwirfst, fügt die Flammensonate eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl, die bzw. den du nicht kontrollierst, Schadenspunkte in Höhe des Mana-Betrags jener Karte zu.
Okay, bin noch nicht so richtig begeistert. Schauen wir mal, was wir noch für Karten bekommen haben. Tadadadadadadadada. Ziemlich viele, wie es aussieht. Haben wir auch Karten? Ich guck mal durch. Okay, da sind auch Karten doppelt. Alles klar. Ein Sealed. Viele zweifarbige Karten. Oh, so viel sind es gar nicht. Oh, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was wir da zusammenschustern werden. Musterschüler 00 kommt mit einer 1 Marke ins Spiel. Wow. Ich bin überfordert. Ich habe keine Ahnung, was wir hier spielen können. Also weiß sieht jetzt erstmal nicht so geil aus, würde ich mal sagen. Verzauberung. Weiß habe ich hier. Wie viel? 6 Karten? 2, 4, 6, 7 Karten? Weiß, du wirst es eher nicht werden, glaube ich. Wobei ich habe von allen nicht so viele Karten. Ah, Artefakte sind auch gute dabei. Schauen wir uns erstmal so ein paar die silbernen an. Hier ist einer. Ein silbernes Artefakt, Mannschaftsbanner. Die ausgerüstete Kreatur erhält plus 1 plus 2, erwacht und versucht Trampelschaden. Geil, passt. Na, ja, Ausrüstung 3 ist ein bisschen teuer, aber Wachsamkeit und Trampelschaden können wir auf jeden Fall mal reinnehmen. Die Mauer für 1 finde ich eigentlich auch nicht verkehrt. Wobei, vielleicht, gibt es hier so viele starke Kreaturen? Hellsicht, dann ziehe eine Karte, würde ich jetzt. Also, es ist eine Lektion, das geht. Hier habe ich ja kein Sideboard, oder? Nee, hier habe ich kein Sideboard. Also bringen wir diese Lektion nichts, denn die Lektionen, wie war das? Lessons, Lektionen. Muss ich mal schauen. Da gab es irgendeine Zusa hier, Lektion. Lektion, Lektion. Naja, okay, da steht jetzt noch nichts als Erklärung. Erzeuge eine 0-0 grünen und blauen Fraktalwesen-Kreaturenspielstein, lege X-Marken auf ihnen. Auf ihnen. Kreaturenspielsteine, Hexerei. Finde ich eigentlich nicht so schlecht, zweifarbig. Ein Land. Kommt getappt ins Spiel, wenn das Bogengang Almende, spricht man so aus, ins Spiel kommt, opfere sie, es sei denn, du bezahlst 1. Erzeuge mal eine beliebige Farbe. Okay, das verzögert dich aber schon ganz schön. Aber ein bisschen Mana-Fixing wäre dabei. Ein Golem. Magiefertigkeit. Immer wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst, kopiere oder kopierst, lege eine Marke auf die Quadrex-Schwurmagierin. Schwurmagierin, so. Finde ich auch nicht schlecht. Gute Karten in Quadrix hier. So heißt wohl die Schule. Oder die, sagen wir mal, die Zaubergilde Quadrix. Grün und blau. Quadrieren. Eine Kreatur deiner Wahl hat Basisstärke und Widerstandskraft 4-4 bis zum Ende des Zuges. Biomathematiker, wenn der Biomathematiker ins Spiel kommt, erzeuge einen 0-0 grünen und blauen Fraktalwesen-Kreaturenspielstein. Lege auf jedes Fraktalwesen, das du kontrollierst, eine 1-1-Marke. Fraktalwesen, da war doch was. Das passt ja mit Fraktalwesen. Zack. Haben wir sogar zweimal. 2-2 für 3 Mana. Und du kannst du kriegst noch ein 1-1 Fraktalwesen dazu. Und wenn ich schon eins habe, wird das auch noch verstärkt. Fliegen Todesberührung auch gut. Ah, ich glaube hier so, da gefällt mir schon ganz gut bis jetzt. Kopiere einen Kreaturenzauber deiner Wahl, den du kontrollierst. Ach, da ist ja noch eine Rare, habe ich gar nicht gesehen. Doppelstudium.
Kopiere einen Kreaturenzauber deiner Wahl, den du kontrollierst, außer dass die Kopie nicht legendär ist. Falls der Zauberspruch legendär ist. Okay, wird zu einem Spielstein der die Kopie. Alles klar, sieht gut aus. Hier habe ich auch noch so ein Doppelland. Nehmen wir mal. Also die beiden Farben auf den ersten Blick gefallen mir schon sehr gut. Eine Lektion, Hexerei, Hexerei-Lektion, den hatten wir schon. Dann habe ich die Quandrix Schwurmagerin nochmal. Soll ich die zweimal nehmen? Lass sie mal zweimal nehmen. Da bin ich mir jetzt noch nicht sicher. Bis zum Ende des Zuges, das ist halt so ein Trick. Weiß ich noch nicht. Und das Feld jetzt von hinten aufgerollt. Trampelschaden, Lebensverknüpfung, grün. Ich könnte irgendwie grün noch mit reinnehmen. Grün, schwarz vielleicht noch, je nachdem. Ja, das kriege ich nicht hin. Habe ich auch noch ein Land in Rare? Habe ich auch nicht gesehen. Boah, das wird schwierig. Bücherwurm 7-7. Was haben wir denn da noch alles? Erstmal wieder einen Überblick verschaffen. Den könnte ich mal trotzdem mit reinnehmen. Ah, schwierig, schwierig. Da gibt es von allen irgendwie gute Karten. Schock haben wir auch. Weiß, schwarz. Aber ich glaube, für das Deck brauchen wir da dreifarbige. Es könnte dreifarbig werden. Okay, schauen wir mal, was wir noch an Blau. Ich habe mich jetzt so ein bisschen auf Blau und Grün versteift. Auf, wo stand das, wie hieß die Gilde, ist ja auch jetzt Quandrix, ein bisschen auf Quandrix gegangen. Fliegend, Abwehr. Was haben wir da? Für jeden Zauberspruch und jede Fähigkeit, beziehungsweise die ein Gegner kontrolliert, neutralisiert ihn, beziehungsweise seinen Schatz 4. Ziehe eine Karte. Lerne eine Lektion. Lerne eine Lektion. Hier, lerne eine Lektion. Da steht. Du kannst entweder eine Lektionskarte von außerhalb der Partie, die du besitzt, offen vorzeigen und auf deine Hand nehmen. Oder eine Karte abwerfen, um eine Karte zu ziehen. Ja, Lektionen gehen ja hier im Sealed nicht. Ich habe ja keine Karten jetzt außerhalb der Partie. Also im Sideboard. Ach, du hast mehr Länder. Was haben wir hier? Schau die obersten drei Karten deiner Bibliothek an. Nimm davon eine davon auf deine Hand und lege den Rest auf deinen Friedhof. Ja, nicht verkehrt. Dorfrituale. Das ist auch immer ganz gut. Weiß überhaupt nicht. Ich habe keinen Plan. Keinen Plan. Was haben wir noch für grüne Karten? Schauen wir mal. Grün. Hier etwas. Wachstumssequenz. Durchsuche deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte, bringe sie getappt ins Spiel und mische danach. Das Land wird zu einem 0-0 grün-blauen Fraktalwesen-Kreatur, die immer noch ein Land ist. Lege für jedes Land, das in diesem Zug unter deine Kontrolle ins Spiel kommt, ist eine Marke auf sie. Okay. Also du bekommst zusätzlich ein Land nach einem Standardland. Das ist eigentlich gut. Wenn man mehrfarbig spielt.
Gefällt mir eigentlich. Habe ich überhaupt Kreaturen? Wie viel? Mir kommt so vor, als hätte ich überhaupt keine Kreaturen. Eine? Also von Kreaturen ist jetzt das Set nicht gerade gesegnet. Soll ich versuchen, noch ein bisschen Schwarz mit reinzunehmen? Schicke eine Kreatur deiner Wahl ins Exil. Schicke bis zu eine spontane Hexe deiner Wahl aus dem Friedhof ins Exil. Lerne eine Lektion. Was haben wir hier? Bringe einen Zauberspruch oder eine bleibende Karte deiner Wahl mit Mana-Wert 1 oder mehr auf die Hand seines Besitzers zurück. Ja, ist blöd mit den Lektionen. Bringt mir gar nichts. Neutralisationszauber. Zwei Karten der Bibliothek anlege, eine beliebige Anzahl von einem Friedhof und den Rest auf dem Bibliothek eine Karte. Hier, was ist das? Schicke eine Remodulieren. Schicke eine Artefakt oder eine Kreatur deiner Wahl ins Exil. Sein bzw. ihr Beherrscher erzeugt einen 4-4 blauen und roten Elementar. Aha. Schicke eine Artefakt oder eine Kreatur deiner Wahl ins Exil. Elementarwesen, kein Fraktal. Remodulieren. Ist eigentlich auch nicht so schlecht. Finde ich ganz gut. Da kann ich meine schwachen Kreaturen zu einer 4-4 machen. Kann auch Jump blocken, eventuell. Also, verkehrt ist das nicht. So, ich sehe jetzt Spielgeschirr. So viele Marken wie die Hälfte des Mana-Prax in der Karte ab. Aufgerundet. Also, wenn sie jetzt. Ich glaube, die ist vielleicht doch ganz gut. Ich meine, Rot könnte ich dann nicht spielen, aber als Kreatur würde ich sie eigentlich nehmen. Wie viel hätte sie denn, wenn ich jetzt eine Karte im Friedhof hätte? Ein Spontanzauber oder Hexerei. Gehen wir einfach. Mist, die sind auch so billig hier alles. Bis jetzt. Also wenn ich diese Hexerei hätte, die Hälfte 1, aufgerundet 1, dann kriegt sie eine 1-1-Marke. Aha. Eigentlich kriegt sie nicht so viel, ne? Wenn ein Zauberspruch drin ist, der 4 kostet. Lege so viele Marken auf wie die Hälfte. Boah, die Hälfte ist aber auch fies. Die Hälfte. Bei 5 würde sich das auszahlen. 5, die Hälfte ist 2,5 und aufgerundet, dann bekommt sie dann 3 Marken. 5, 5. Also gut ist das auch nicht. Diese Abwehrfähigkeit kann ich noch nicht so recht einschätzen. Ja. Aber dann ist es halt zumindest eine 3-3-Kreatur erstmal. Mann, ich habe ja hier überhaupt keine Kreatur, die ein bisschen stärker ist. Stichwort kreaturenlastig. Gut, was nehme ich noch mit rein? Fliegend. Von Blau gefällt mir jetzt eigentlich nicht mehr so viel. Wobei der hat 2-3. Und kann nicht geblockt werden. Strudelläuferin 2-3. Boah. Irgendwie zieht mich hier rot an, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe jetzt. Ich würde mir hier die roten Karten mal durchlesen hier. Wobei, Schock, ja. Ist jetzt Schock die beste Karte? Oder hier? 3 Schadenspunkte. Ja, eine Lektion ist jetzt auch nicht so krass hier. Den finde ich ganz nett. Schwarz, es hat dieses Removal, ist halt gut in Schwarz. Wobei, wenn es hier nicht so viele Kreaturen gibt, der hat ein 3-3. Trollhexenmeister.
Da habe ich eine dicke Kreatur, die nehme ich doch. Trampelschaden, 8 Mana. Ja, nehmen wir doch mal. Erzeuge einen 0-0 grün-blauen Fraktalwesen-Kritter und lege X Marken auf ihn, wobei X gleich die Anzahl Länder ist, die du kontrollierst. Ja. Könnte man sowas Fraktalmäßiges machen? Vielleicht. Eventuell, vielleicht, eventuell. Fraktalmäßig. Soll ich noch eine dritte Farbe mit reinmischen? Ist die Frage. Rot oder Schwarz vielleicht noch? Wenn ich halt noch Rot mitmischen könnte, wäre jetzt vielleicht auch nicht so übel. Oh, sie ist so ein heftig teuer Lo. Also, ja, allein wenn ich mir die Mana-Kosten schon von diesem Spinzahn-Zauber anschaue. Weiß. Boah, ich tue mir so schwer jetzt. Was ist los? Lege bis zu einem spontanen deine Wahl aus deinem Friedhof um auf deine Bibliothek. 4 Mana, 2 Einsen. Tut, 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 da haben wir was. 6 Mana, 4, 5 Reichweite. Lege eine Karte deiner Wahl aus einem Friedhof und die Bibliothek des Besitzers. Ja, mit Reichweite. 6 Mana. Aber ich bin überhaupt nicht begeistert. Bin ja gar nicht begeistert. Aber ich habe irgendwie Lust, jetzt einfach mal los zu spielen. Und mir vielleicht noch eine Farbe mit reinzunehmen. Vielleicht noch schwarz. So. Der gefällt mir. Zack. Da könnte ich die Fraktalwesen opfern. Genau, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Der Spieler verliert 2 Lebenspunkte. Du ziehst 2 Karten für 3 Mana. Aha. Dorfrituale, okay. Nehmen wir auch mal. Bestimme eines. Lege Marke, Kreaturenwahrheit und Unzerstörbarkeit. Finde ich auch gut. Durchfallen. Eine Kreatur einer Wahl erhält bis zum Ende des Zuges minus x minus, wobei x gleich min 7 minus der Anzahl an Karten auf deiner Hand des Beherrschers jener Kreatur ist. Warum macht man es denn so kompliziert? Also, sie hält minus x minus x, wobei x gleich 7 ist. Okay, 7. Minus der Anzahl an Karten auf deiner Hand. Also, es ist ein guter Removal eigentlich, weil ich habe ja immer ein paar Karten auf der Hand. 7. Und selbst nicht 5 Karten gibt es ja noch minus. Sehr gut. Lebensverknüpfung, eine kleine Kreatur. Lege 2 Marken auf eine Kreatur einer Wahl. Sie hält Lebensverknüpfung bis zum Ende des Zuges. Eher nicht. Ein Spieler einmal wirft 2 Karten ab, schickt dann alle Karten aus dem Friedhof. Oh, das ist auch gut. Schwarz, schwarz. Okay, weiß lassen wir außen vor. Schwarz haben wir jetzt schon was. Nein, würde ich jetzt nicht sagen, dass wir das nehmen. Hier haben wir so ein Doppelland noch. Es Zuges erhält ein Kind im Wald Todesbringen. Und wenn sie stirbt, bringen sie unter der Kontrolle ihres Besitzers getappt ein Spiel zurück. Oh, das ist ja gut. Das ist ja gut. Das gefällt mir. Das Krokodil gefällt mir eigentlich auch als Kreatur.
Jetzt könnten wir das spielen, aber wir haben ja Blau auch noch mit drin. Also ich muss irgendwie ein dreifarbiges Deck machen, bin ich jetzt zu dem Schluss gekommen. Außer Rot und Weiß nehmen wir jetzt alles, was wir kriegen können, noch dazu. Ist nicht mehr viel. Also Blau und Schwarz. Haben wir noch blaue, schwarze Farben? Nichts mehr. Die haben schon alles abgegrast hier. Nur noch die eine ist blau-schwarz. Okay. Ja, okay. Kreaturen super wenig, aber ist wohl so. Hexenmeister, Krokodil. Ja, schauen wir es mal an. Dorfrituale, zieh zwei Karten. Da kann man die Kreatur verstärken und Unzerstörbarkeit geben. Passt. Verteidiger, passt. 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 Gefällt mir gut. Karten ziehen. Passt. Removal. Bisschen Lebensverknüpfung und eine kleine Kreatur. Lebenspunkte. Passt. Doppelstudium passt. Ist halt mit dem Mana jetzt ein bisschen schwierig, glaube ich zumindest. Die Gedankenaussetzer passt auch. Passt, finde ich. Wie viele Hexereien haben wir denn? Fünf Hexereien und acht Spontanzauber. Ist schon was im Deck, auf jeden Fall. Von der Mana-Anzahl gucken wir mal. Wir haben, wie viele Länder hat uns denn Magic gegeben? 17. 17 Länder. Okay, das würde eigentlich passen. Drei Wälder, vier Sümpfe. Also von den Sümpfen her am meisten. Das passt mir nicht so ganz. Ich brauche ein paar Wälder mehr. Sümpfe sind eigentlich relativ viele. Also hier hätte ich die einzige, die Doppelmana braucht. Wälder. Dafür brauche ich nicht so viel. Da habe ich auch eins weg. So, irgendwie, ich mag schon ein bisschen mehr Länder haben. 18 Stück würde mir passen. Und ich hau mal noch ein paar Karten raus. Also ein bisschen Mana-Fixing. Das passt. Das passt. Ich denke, vom Mana her würde es. Ja, ich habe viel. 10. Also ich 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aha. B-b-b-b. Bücherwurm, kommst du am Schluss? Das kommt auch. Wobei, warte mal. Fraktalwesen. Ich weiß nicht, ob ich das so gut synergiert. Ich habe ja nur Add. Was hat da noch mal? Warte mal. Fraktalwesen. Das ist kein Fraktalwesen. Das hier ist ein Land, wird zu einer Fraktal. Das ist Fraktalwesen auch. Das finde ich super. Da kopiere ich einen Kreaturenzauber. Fliegend Todesberührung. Finde ich gut. Er war das. Zwei. Doch, doch, das passt schon, weil da bekommen alle Fraktalwesen plus eins plus eins. Also mit dem Fraktalwesen bin ich eigentlich in Ordnung. Mit ihr eigentlich auch. Er kann dann so billige Fraktalwesen opfern, wird stärker. Removal haben wir. Also so unzufrieden bin ich jetzt gar nicht mit dem Deck. Jetzt ist zwar dreifarbig, aber das wird schon hinhauen. Die Mauer. Ich glaube, die Mauer, du misst eine Karte, die Mauer brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Durchfall, doch, 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 sie möchte ich schon behalten. Ja, ich glaube, 42 können wir so lassen. 10 Kreaturen, ist ein bisschen wenig, aber hier geht es ja nicht so um die Kreaturen. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen, sagen wir mal,
Schwierig, weil ich halt die Karten nicht kannte, aber ich habe sie jetzt ein bisschen kennengelernt. Wir haben jetzt ein sealed dreifarbiges Deck und ich hoffe, dass wir damit was reißen können. Also die erste Partie, die ich mit dem neuen Set spiele, wird dann in der nächsten Folge stattfinden. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und habt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.